Hallo und herzlich willkommen zur 176. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Wusstet ihr, dass es Tierblutbanken gibt? Warum Blutspenden für Katzen so wichtig ist und wie es funktioniert, klären wir heute. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, dann erfahrt ihr, wie unsere spannende Vergesellschaftung von Maja und Mokka ausgegangen ist. Den ersten und zweiten Teil der Folge haben wir euch verlinkt. Habt ihr Fragen, Ideen oder tolle Katzenaufnahmen für unsere neuen Folgen? Dann schreibt uns. Auf mayaempfiehlt.de findet ihr alle Kontaktinfos. In einem Zeitungsartikel wurde vor kurzem eine Umfrage unter britischen Tierbesitzern veröffentlicht. 70% der Befragten wussten nicht, dass ihre flauschigen Mitbewohner für Artgenossen Blut spenden können. 90% wären für eine Blutspende ihres Lieblings bereit, um anderen Tieren das Leben zu retten. Auch die Veterinärmediziner der Freien Universität Berlin wissen Ähnliches zu berichten. Denn hier bekommen ca. 180 Katzen pro Jahr eine notwendige Transfusion. Aber nur 10% der Tierhalter wissen, dass in der Freien Universität in Berlin eine Tierblutbank ist. Warum gibt es die Blutspende für Katzen? Eine Operation steht an und euer geliebter Vierbeiner wird vorbereitet. Immer griffbereit in der Kühlung der Tierklinik sind passende Blutkonserven für euren Liebling. Und tatsächlich wird sie auch während des Eingriffs gebraucht. Wir Zweibeiner erwarten, dass unseren Flauschis im Ernstfall medizinisch geholfen wird. Und Spenderblut steht wie selbstverständlich zur Verfügung. Doch ganz so selbstverständlich ist das nicht. Im Gegensatz zum Spendeblut-Rette-Leben-Aufruf des Deutschen Roten Kreuzes ist der Bedarf an Tierblut nicht so allgegenwärtig. Dabei ist gerade auch in der Tiermedizin wichtig, bei Blutarmut eine Transfusion ohne Zeitverzug durchführen zu können. Nicht selten rettet diese ebenfalls ein Leben. Ein Katzenleben. Ob bei Operationen oder bei Immunerkrankungen, Gerinnungsstörungen oder wenn das Haustier Rattenköder gefressen hat, immer spielt der rote Lebenssaft bei der Behandlung eine entscheidende Rolle. Wie funktioniert die Blutspende für Katzen? Das Verfahren ist seit mehr als 20 Jahren, seit den 1980ern, in den USA erprobt und hat sich ebenfalls in vielen anderen Ländern bewährt. Das gewonnene Blut kommt in eine Blutbank. Die ist zumeist aufgrund der Vielzahl der Auflagen an eine Tierklinik gekoppelt. Die Idee dahinter brachten Veterinäre aus den USA mit. Die benötigten Mengen sind allerdings bei der Anwendung gering. Dennoch halten sie sich nicht unbegrenzt und müssen regelmäßig wieder aufgefrischt werden. Genau darum kümmert sich die Blutbank, die Lagerung und Verwaltung der Blutkonserven. Gehen die Bestände zur Neige, wird ein Rundruf durch die Spenderkartei gestartet. Im Falle der Uni-Tierblutbank sind auch die Studenten mit Haustieren dabei. Dabei wird auf Wohnungskatzen fokussiert, denn Freigänger bergen das potenzielle Risiko von Infektionskrankheiten. Das Blut wird nach Blutgruppen und weiteren Kriterien katalogisiert, gesammelt. Bei Katzen sind es 3 Blutgruppen. Mit überwiegender Mehrheit haben die Vertreter der europäischen Hauskatze die Blutgruppe A. Bei unserer britisch Kurzhaar liegt die Wahrscheinlichkeit bei rund 60%. Mit ca. 40%iger Wahrscheinlichkeit haben sie Blutgruppe B. Die hat aber ansonsten nichts mit der menschlichen Variante gemein. Ganz freiwillig lassen sich unsere Fellnasen ihren Lebenssaft nicht abzapfen. Katzen müssen dazu in Narkose gelegt werden. Das ist auch der Grund, warum Katzen nicht mehr als 2-mal im Jahr zur Ader gelassen werden sollten. Maximal alle 6 Monate ist für unsere Schnurris eine Blutspende möglich. Es werden vergleichsweise geringe Mengen Blut entnommen. Es kommen bei einer ca. 4 Kilogramm schweren Katze ungefähr 28 Milliliter zusammen. In eine Mokka-Tasse passt mehr hinein. Die Schnurrnase wird sediert und danach die Entnahmestelle rasiert. Häufig wird in der Halsvene die Spende entnommen und das Blut für den vorangehenden Test an der Pfote. Die Menge richtet sich nach dem Gewicht der Katze. Das Blut wird in einer ersten Untersuchung, meist kostenfrei, auf die wichtigsten Infektionskrankheiten hin untersucht. Ebenso wird die Bestimmung der Blutgruppe durchgeführt. Die Dauer der Entnahme inklusive Voruntersuchung und Nachsorge beträgt ca. 60 Minuten. Neben der Blutbank nehmen auch Tierarztpraxen gern frische Blutkonserven an, um vor Ort Blut vorrätig zu haben oder direkt eine Transfusion durchführen zu können. Dazu führen manche Tierarztpraxen auch eine lokale Spenderkartei. Lasst euch und eure Lieblinge dort eintragen, wenn ihr das nächste Mal bei einer Routineuntersuchung da seid. Welche Voraussetzungen braucht die Katze für eine Blutspende? Die Schnurrnase muss, um selbst spenden zu können, zwischen 1 und 9 Jahren alt sein. Ruhig und lieb sollte sie sein.
Sie muss außerdem regelmäßig geimpft und entwurmt sein. Außerdem sollte sie keine Auslandsaufenthalte in Ländern mit erhöhtem Risiko für sogenannte Reiseerkrankungen hinter sich haben. Damit ist vor allem Südeuropa gemeint. Sie sollte mindestens einmal pro Jahr eine Blutuntersuchung gehabt haben. Außerdem zeitlebens keine Bluttransfusion erhalten haben. Schadet die Katzenblutspende? Gibt es Nebenwirkungen? Wird die Katze vor der Spende richtig untersucht und vorbereitet, richtig desinfiziert und nachgesorgt, spricht nichts gegen eine Blutspende. Bisher hat sich das Verfahren millionenfach bewährt und es sind keine Komplikationen bekannt. Eine Sedierung birgt immer ein gewisses Restrisiko bei unentdeckten Erkrankungen, beispielsweise Probleme infolge einer unbekannten Herzschwäche. Eine Sedierung ist aber nicht in jedem Fall notwendig. Ist eure Schnurrnase besonders lieb, kann auch auf eine Sedation verzichtet werden. Manch Tierhalter argumentiert, dass dieser Stress vermeidbar ist und nicht unbedingt notwendig. Dagegen steht jedoch das Argument, dass eine Blutabnahme nicht stressiger ist als der Tierarztbesuch an sich. Der kleine Stress der Blutspende ist vor dem Hintergrund eines geretteten Lebens auf jeden Fall sinnvoll und sollte unbedingt in Kauf genommen werden. Blutspenden haben keine negativen Nebenwirkungen. Direkt nach der Spende sollte sich der Vierpfotenblitz noch ausruhen und ein paar Minuten liegen bleiben. Das vermeidet Schwindelgefühle und Übelkeit, ganz so wie bei einer menschlichen Blutspende. Mit ein paar extra Leckereien und gegebenenfalls einem Aufbaufuttermittel sind die wenigen Milliliter Blut ganz schnell wieder aufgefüllt. Kostet eine Blutspende Geld? Der Spender muss in der Regel nichts für seine Dienste entrichten. Eine Bluttransfusion zu erhalten kostet in der Regel Geld. 150 Euro werden beispielsweise an der Freien Universität Berlin für eine Transfusion bei Katzen fällig. Auch wenn wenig Geld im Portemonnaie ist, sind die Tierhalter immer öfter bereit, diesen Preis zu bezahlen. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass die pelzigen Mitbewohner den Platz eines vollwertigen Familienmitgliedes einnehmen. Fazit: Eine Blutspende rettet Leben. Das gilt für Zweibeiner genauso wie für Vierbeiner. Seit 2008 gibt es die zentral verwaltete Blutdatenbank Herzblut für Katzen. Jeder, dessen Schnurrnasen die Kriterien erfüllen, kann dort mitmachen. Die Anmeldung verläuft unkompliziert und online. Den Link zum Formular haben wir euch in die Videobeschreibung gelegt. Um in einem Notfall, bei einem Unfall oder Notoperation den passenden Spender schnell zu finden, gibt es die zentral geschaltete Rufnummer 0208 635 576 18 oder mobil 0178 136 43 83. Ja, und wie ging es nun zu Ende mit Mayas und Mockers Vergesellschaftung? Ihr habt abgestimmt, vielen Dank dafür. Über 100 Stimmen sind auf jeden Fall zusammengekommen für Mayas und Mockers Vergesellschaftungsgeschichte. Aber auch einige Stimmen für Käsekuchen. Vielen Dank dafür. So, und jetzt geht es los. Wir haben euch berichtet, wie wir eine passende Partnerkatze für Maya aussuchen wollten. Tatsächlich suchte uns Mokka aus. Die anschließende Vergesellschaftung hatte ihre Höhen und Tiefen. Zeitweise dachten wir, sie hätten sich aneinander gewöhnt, bis es wieder zu Auseinandersetzungen kam. Die Atmosphäre heizte sich immer weiter auf. Maya war im Agro-Modus und im Dauerstress. Mokka hatte Angst und war ebenfalls im Dauerstress. Und wir wussten weder ein noch aus. Tierpsychologen waren nicht greifbar und wir mussten eine Entscheidung fällen. Mokka muss zurück ins Tierheim. Wir hatten uns mit der täglichen Routine des Katzenkampf-Wahnsinns an der Bürotür arrangiert. Uns blutete das Herz, als wir Mokka einst so aufgeweckt und munter, so verängstigt am Türgitter sahen und unsere Maya kaum wiedererkannten. Gleiche Fütterungszeiten, regelmäßiger Reviertausch und auch Toilettentausch, wir probierten alles aus und es schien, als ob sich die Lage stabilisierte. Es stellte sich immer mehr heraus, dass Maya viel Wert auf den Zugang zu meinem Büro legte und es gar nicht gut fand, wenn sie wieder mit Mokka tauschen sollte. Dann spielten sich Dramen ab, denn direkter Kontakt war unmöglich. Jedes Mal hatten wir Angst, es würde Blut fließen. Ein auf Dauer unzumutbarer Zustand für alle Beteiligten. An dem Tag, als wir den Entschluss fassten, unseren liebgewonnenen Mokka schweren Herzens zurück ins Tierheim zu bringen, schienen beide Fellträger etwas zu ahnen. Die beiden waren ruhiger als sonst. Es fühlte sich an wie die Ruhe vor dem Sturm. Gerade als wir Mokka zurück in sein Reich, mein Büro, bringen wollten, geschah etwas Unerwartetes. Mokka sprang mit einem beherzten Satz aus meinen Armen und flitzte durch die Wohnung. Er versteckte sich in der Stube hinter dem Sofa, sehr zum Leidwesen von Maya, die schimpfend die Stube verließ und das Büro inspizierte.
Nachdem sie mit der restlichen Revierkontrolle fertig war, kehrte sie zur Stube zurück. Sie schimpfte wieder kurz, weil Mokka noch immer hinter dem Sofa hervorlugte und machte sich auf den Weg in ein anderes Zimmer. Schmollend nahm sie dort auf der Fensterbank Platz. Wir waren verblüfft. Wir rechneten mit einem blutigen Katzenkampf und untrennbar ineinander verbissenen Fellträgern, die in blinder Wut alles und jeden in der Nähe attackierten. Doch das passierte nicht. Maya und Mokka gingen sich in den folgenden Wochen aus dem Weg. Maya mochte den verspielten und aufgeweckten Kater überhaupt nicht. Erst recht nicht, wenn sie sich in meiner Nähe aufhielt und sie pünktlich zur Tagesschau auf meinem Schoß Platz nehmen wollte. Mit einem vernichtenden Blick und einem verächtlichen Schnauben machte sie oft kehrt und verließ das Zimmer, wenn sie ihren vergebenen Platz sah. Doch diese Szenen wurden in den folgenden Tagen immer seltener. Man arrangierte sich miteinander und kam kampflos miteinander aus. Und irgendwann dösten die beiden auch nebeneinander auf der Couch und saßen gemeinsam im Fenster. Aber immer mit einer Pfotenlänge Sicherheitsabstand. Hin und wieder trieb Mokka aber auch seinen Schabernack mit Maya. Er lauerte ihr an der Tür zum Zimmer, in dem sich ihr Katzenklo befand, auf, kam sie dann durch die Tür, sah sie den dahinter wartenden Mokka. Sie rannte erschrocken los und Mokka hinterher. Manchmal tippte er sie beim Vorbeilaufen noch einmal mit der Pfote an. Du bist. Meistens war die sportliche Maya aber viel schneller als der gemütliche Mokka. Und so konnten wir unseren Mokka doch behalten. Unsere beiden Fellnasen wurden zwar keine dicken Freunde, aber sie führten eine meist friedliche Koexistenz. Zumindest, wenn sich Mokka an Mayas Regeln hielt. Kommen wir zum Rätsel. Beim letzten Mal suchten wir die bzw. das Vorfahren. Ihr habt euch nicht hinters Licht führen lassen und das Rätsel gelöst. Macht auch dieses Mal wieder fleißig mit. Wer ist im Wald der kleine Mann, der nur auf einem Bein stehen kann? Hat einen großen bunten Hut, ist einmal giftig, einmal gut. Wenn ihr wisst, was Maya sucht, schreibt es uns in die Kommentare. Die Auflösung gibt's beim nächsten Mal. Und um künftig nichts mehr von den Fellnasen zu verpassen, abonniert doch kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.